Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schlegel, das ist Dienstag, der 26. Mai und in diesem kleinen Clip geht es um den MDAX. Im Moment, also wenn ich den Film anfange, haben wir 15.04 Uhr, der ist also noch voll am Laufen, die Amis haben noch nicht aufgemacht und der aktuelle Stand ist bei 25.457. Ich habe den seit 4 Wochen nicht mehr gemacht, deswegen fand ich es jetzt ganz sinnvoll, da wieder drauf zu schauen. Das ist sogar länger her, das sind 5 Wochen ist das her. Und zwar ist Folgendes passiert, wir haben von dieser gesamten Abwärtsbewegung nicht nur das 61,8er gesehen, bei 24.981, wir sind also hier auf diese Fibo-Zahl gekommen per gestern, sondern wir haben per heute auch das obere Band überboten und befinden uns ganz knapp vor der 200-Tage-Linie. 25.686. Ich selbst handle auf gar keinen Fall nach der 200-Tage-Linie, aber ich will schon wissen, wo ist die? Ich weiß, dass doch sehr viele danach zumindest schauen. Ob man danach handelt, weiß ich nicht, aber zumindest danach schauen. Es sollte zumindest ein Widerstand sein, denn diese 200-Tage-Linie fällt auch zusammen, ziemlich genau mit dem Gap, was wir hier hatten, vom 5.3. bei 25.688, dieses hier, da. Das heißt, es sind 2 Punkte, die mich darauf hinweisen, da ist ein Widerstand. Von den Bändern her absolut alles in Ordnung. Das ist ein sehr sauberer Aufwärtstrend. Wir haben seit, wann war das, 3.4. nur zweimal die 20-Tage-Linie gesehen, touchiert, einmal klitzebisschen unterboten, aber sofort wieder das als Sprungbrett genommen. Deswegen ist die 20-Tage-Linie für mich in den nächsten 2, 3, 4 Wochen auf jeden Fall einer der wichtigsten Support-Niveaus. Und ich werde also auch nachher den Schein, den ich hierzu nenne, den werde ich unter der 20-Tage-Linie ansammeln. So. Wir sind von dem Trendfolger her nach wie vor positiv. Das ist in Ordnung. Das ist auch im Gegensatz, schauen Sie mal zum Beispiel den Dow, schauen Sie mal den DAX, das ist keine richtige Seitwärtsphase. Der war kontinuierlich immer leicht schön nach oben gerichtet. Der MDAX läuft besser als der DAX. Der DAX hat noch ein bisschen Platz zum 61,8er und ist bei 11.700 rund. Ja, da hat er noch ein bisschen Platz, aber der MDAX, ja, ordentlich schön nach oben gelaufen. Die Stochastik, der Oszillator, gilt natürlich als hoch, als überkauft, aber genauso wie wir hier fast 4 Wochen gebraucht haben, um diese Überverkauftphase, diese hier, mal einigermaßen wieder mit einem Kaufsignal zu begleiten, kann das hier sich noch Wochen hinziehen. Ich muss hier ganz statisch abwarten, bis wir ein Signal von unter 80 bekommen. Also daher finde ich, das sieht grundsätzlich ganz gut aus, aber ja, mit einem Widerstand aus der Kombination 200-Tage-Linie und Gap vom 5.3. diesen Jahres. Da muss man halt mal ein bisschen schauen. So, und ich habe Scheine mitgebracht für die Leute, die der Meinung sind, und ich kann mich dem durchaus anschließen, dass wir das hier überbieten und weiter hochgehen noch, vielleicht nochmal 400, 500, 600 Punkte drauflegen, hätte ich einen solchen Schein hier, den hier, 23.709, der liegt unterhalb, ich hatte es vorhin schon gesagt, unterhalb der 20-Tage-Linie, da muss er schon hin. Hier unten, das wäre mir zu weit weg, 22.857, das ist mir einfach zu weit weg. Aber hier unter der 20-Tage-Linie, damit kann ich leben. Nochmal, das ist ein 23.709er, ein Open-End-Call von Goldman Sachs mit der Kennnummer Gustav Cäsar 4 VPT, GC4 VPT. Und jetzt gucken wir mal nach einem Put. Tja, also das hier war das Niveau, wo wir dann gebrochen haben. Das ist bei fast 28.000. Ich empfehle Ihnen keinen Put, der 3.000 Punkte weg ist. Kann ich nicht machen. Ich nehme eher diese 3 Kerzen hier. Und da sind wir bei 26.500 ungefähr. Die gefallen mir erheblich besser. Und da kann ich auf ein bisschen Sicherheitsabstand den hier nehmen. 27.159er. Das ist ein 15er Hebel. 27.159, da sind wir hier. Also etwas hinter diesen Soldaten. Deren überbieten ich auf jeden Fall als Stopp für diese Option hier nehmen würde. Das ist ein Put. Open End von Goldman Sachs mit der CH0AVD. 27.159. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.